Papa Platte hasst meinen neuen Song. Scheiße, mach das weg! Mach das weg, Mann! Kurz vor dem wichtigsten Release meiner kompletten Karriere. Oh nein, das ist er, Bro. Oh mein Gott, Bruder, er hat hintenrücks so eine peinliche Story. Also, Bruder, das ist so peinlich, wirklich, ne? Das ist so peinlich, Bro. Mal gucken, was er hier sagt. Wollen die mich komplett löschen? Digga, die wollen die Karriere von jedem zerstören. Von meiner Tante, meinem Onkel, dem kleinen Bruder meiner siebten Schwester. Actually, ich glaube. Bro, das ist so peinlich, Bro. Ich erzähle euch gleich eine Story dazu. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Wirklich, das ist, weil. Also, ich glaube, das ist wirklich Top 3 unangenehmste Interaktionen überhaupt, seit ich streame, Bro, wahrscheinlich. Deine Songs sind scheiße und er möchte die ganze Aufmerksamkeit auf drei Songs haben. Kann ich sein, die möchten mich literally wegstriken. Hier ist die Nachricht. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, möchtet ihr die Kapuze aufsetzen oder möchtet ihr lieber die Kopfhörer aufsetzen? Weil wenn ihr die Kapuze auf habt, dann schreist ihr eure Kopfhörer ganz schnell runter. Hier ist nochmal der Papa Platte Song. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Wegen mir hat You sein Release verkackt. Stopp, stopp, mach das auf! Regie, mach das aus! Das lass ich mir nicht. Oder ich hab das Gefühl, ich muss nicht mal was dazu sagen, Bruder. Bro hat sich mit dem TikTok schon tot gefickt, Alter. Das ist ja wirklich komplett, wirklich, Bruder. Gefallen. Halt, stopp! Hier ist der Song, ich zeig ihn euch jetzt trotzdem. Guck mal, ist ja sogar gar nicht mal so totarsch. Das hätte er ja einfach nehmen können und einfach. Ja, ja. Ich erzähl euch gleich wirklich, das ist Imo wirklich das Unangenehmste überhaupt. Ich hab das Crackspy und Wilbo schon geschickt, Bro, weil ich es einfach zu unangenehm. Kennt ihr das, wenn irgendwas zu unangenehm ist, dass man es teilen muss? Weil man sich so denkt, Bruder, ich kann das gerade nicht alleine handeln. Ich muss den Cringe outsourcen. Ja, deine Streams. Bro, leck meine Eier, Pasido, alright? Dafür bist du ein ganz schön langes Sub-Arschloch. Shut the fuck up. Ich setze nämlich nicht den Hoodie und die Kapuze auf. Ich hab gerade erst begonnen. Okay, ja, ja, gut, reicht. Okay, passt auf. Passt auf. Hear me out. Okay. Wir haben so ein Video gemacht. Da haben wir Talente, oder habe ich Talente ausgecheckt von meinen Zuschauern. Geiles Video. Irgendwann meinte der Chat so, nee, er hat selber donated und meinte, ich hätte seins vergessen oder ob ich seins noch auschecken kann oder wie auch immer. Das war dann sein letzter Song oder so, den er gemacht hat, oder er hat irgendwie einen Song mit Gitarre oder so gespielt. War auch ganz decent, alles gut und so. Habe ich ausgecheckt, so bumm, fertig. So, da haben wir, der ganze Chat hat auch so geschrieben, so, yo, check den Song von You oder so aus, bla 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 bla. Dann hat der ganze Chat auch noch irgendwie gespammt oder er selber hat nochmal donated oder irgendwie so, dass er noch einen anderen Song hat. Dann habe ich den gehört, meinte so, ja, ist ganz cool, ja, ist nicht so meins. Hab den weggemacht, nach so 10 Sekunden oder so. Bro, dann hat er so diese Reaktion von mir so zusammengeschnitten. Ich habe vor, also 5 Minuten vorher, habe ich von Batman's J Supernova gehört. Und meinte dann so, oh mein Gott, Junge, der Song mit Dominik, Bro, wenn wir so beide ein bisschen angetrunken sind, übelst geil. Dann hat er so dieses, wo ich auf Supernova reagiere, von Bad Moms J genommen, diese Reaktion von mir, hat die unter seinen Song geschnitten und hat das dann hochgeladen. So, und normalerweise, ich habe gar kein Problem, wenn irgendwer irgendeinen Clip von mir macht oder so, die Zeiten sind vorbei, alright? All good, Bro. Solange es jetzt nicht mein ganzes Video reuploaded auf TikTok ist, könnt ihr alles machen, ist gar kein Problem. Macht die Dinger wegen mir eine Minute lang, macht euer Money damit, all good, Bro. All good, ist alles gut, alles gut. Alright, so, das ist die Vorstory. Aber das habe ich dann halt so gesehen und dachte so, Bro, das ist mega unangenehm, Junge. Und auch übelst auf Krampf, so, ne, so dann so irgendwie zu donaten, check mal das aus, dann das so komisch zusammenzuschneiden, einfach das Gesamtpaket, checkt ihr? So, fand ich irgendwie weird, so. Dann habe ich halt so gesagt, ja, lass das mal wegmachen. So, lass das mal striken, einfach so. Mach ich, Retalk, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gemacht habe, fand ich mega unangenehm, habe ich gesagt, lass wegmachen, so. So, hätten wir nicht machen müssen, ja. Aber Mikey ist dann hingegangen. Vielleicht war es auch ein Fehler, keine Ahnung, aber Mikey ist hingegangen. Aber eigentlich ist es witzig, weil wir haben jetzt eine witzige Story. Mikey ist dann hingegangen, habe ihm bei Insta geschrieben, so, hey, yo, Kevin feiert das nicht so, kannst du das halt runternehmen? Das ist halt dann diese Insta-Story, die oder hier diese Nachricht. Hey, hier schreibt, wahrscheinlich steht da hier, hey, hier schreibt Mike Swirzy. Ach nee, okay, da hat irgendwer anders geschrieben. Okay, das ist nicht Mike. Ja, keine Ahnung, Bro. Auf jeden Fall hat ihn irgendwer hat ihn angeschrieben, Bro, so mäßig, yo, lösch das mal. So, das ist das, okay? Bruder, dann hat, boah, ich muss das kurz raussuchen, weil es einfach zu unangenehm ist und ich möchte euch das bitte wirklich Stück für Stück, möchte ich euch das hier mal einmal zeigen, Bro. Das ist wirklich so unangenehm gewesen. Ich muss mal hier kurz im Crackspy-Chat ein bisschen höher gehen. So, okay. Im Grunde müsst ihr euch vorstellen, dass der dann hingegangen ist und ich kann jetzt halt keine DMs leaken oder so, ne? Das mache ich nicht. Aber so zitatmäßig hat er halt gesagt, dass wenn wir, also erstmal hat er gesagt, er ist bei einem super großen Management und wir haben da gar keine Chance. Ich glaube, das TikTok ist inzwischen gelöscht einfach. Weiß nicht, was da passiert ist, aber
Ich habe es jetzt persönlich nicht mehr gesehen. Weiß nicht, da würde ich dann vielleicht nochmal das Management nochmal wechseln oder so. Aber ja, er meinte, er hat ein todesgroßes Management und die werden uns die Hölle heiß machen. Das hat er schon mal gesagt. Und er wird damit public gehen. Er wird damit public gehen und dann hat er gesagt, Bro, das ist eine Sprachnotiz, ich kann die jetzt nicht abspielen, weil dann mache ich mich strafbar und das möchte ich nicht. Aber er hat dann so zu Mike in der Sprachnotiz gesagt, so mäßig, ich werde damit an die Öffentlichkeit gehen und naja, ich sag mal nur so viel, Kevin hatte ja schon mal einen Shitstorm mit so Clips und so. Bro, und das war, Alter, Digga, diese Attitude, die er in dieser Sprachnotiz hatte, todescringe, Bro. Das ist so, das ist Top 3 unangenehmste Momente, die ich je gesehen habe. Bro, das ist so unangenehm gewesen. Und, ja, warte mal, wie gesagt, ich kann das jetzt leider nicht abspielen. Boah, Bruder, ich würde 100 Euro dafür bezahlen, dass ich das gerade abspielen kann, weil es so unangenehm ist. Digga, das ist wirklich so geil. Ja, also, Bruder. Ich habe zu Craigspy nur geschrieben, wenn er das irgendwann public macht, dann soll Craigspy die Kamera rausholen und auf Direkt drücken. Dann haben wir wenigstens ein gutes YouTube-Video. Bro, also, das ist wirklich so unangenehm einfach. Also, Bruder, wie kann man denn so auf... Also, da muss ich wieder wirklich, so hoch können die Rechnungen nicht sein, Bro. Wirklich, die Miete kann nicht so hoch sein, Bro. Beim besten Willen, die Miete kann nicht so hoch sein. Bruder, das ist so unangenehm. Achso, Zabex, du versuchst gerade anzurufen. Ich kann gerade nicht reingehen, sorry, Bro. Ich hab gerade keine SIM-Karte, Bro. Die U-Story noch zu Ende erzählen? Nee, er ist halt turbo peinlich und das ist die Ende der Story. Mehr gibt's nicht zu erzählen, Bruder. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich bin in Königs Wusterhausen ausgestiegen heute. Und kurz bevor die Haltestelle kam so ein Mädchen zu mir, was so viel zu jung war, um meinen Stream zu gucken, glaube ich. Die war so 10 oder so. Und meinte so, ich hatte so Kopfhörer drauf und dann stand sie auf einmal, also ich habe gesessen. Auf einmal stand die so einen Meter vor mir, guck mich so an, ich nehme so die Kopfhörer runter. Und dann kam so die gute alte Frage, Entschuldigung, sind Sie Papa Platte? Classic. Und dann war ich so, yo. Das war so voll unangenehm so. Weil, was sagst du dann so? Weil ich versuch's dann immer so low-key zu halten, weil ich mir so denke, so, du kannst ja dann auch nicht so das sagen, so, ja, verdammte Scheiße, ja, Mann, das bin ich. Ja, Mann. Ja, da bin ich, Alter. Ja, Mann. Deswegen habe ich so gesagt, ja. Und dann meinte ich so, ja, können wir ein Foto machen? Und dann meinte ich, die Bahn war so turbo-crowded, ne? Das war jetzt nicht so ein ICE, sondern es war halt so Regio. Also so, es war sehr crowded einfach da drin. Dann meinte ich so, ja, steigt ja auch Königs Wusterhausen aus, dann lass uns einfach aussteigen und da ein Foto machen. Und dann wirklich, dann ist der Moment passiert, also dann war halt, es war so eine Klasse oder so, oder irgendwie, ich weiß nicht, ein Kindergarten oder so. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, Bruder. No joke, du könntest mir Pistole auf die Brust machen. Alter, wenn da so ein Kind ist zwischen 3 und 15, ich kann das nicht, okay, 15 vielleicht, aber sagen wir zwischen 3 und 10, Bro, ich kann das nicht ranken. Also ranken im Sinne von, wie alt es ist. Das andere auch nicht. Also egal, auf jeden Fall, ich kann nicht einschätzen, wie alt so Kinder sind. Wahrscheinlich waren die irgendwie dritte Klasse oder so, eine Klassenfahrt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann auf einmal so eine ganze Klasse da. Und die, ne, wie es halt dann immer ist, so, das ist dann so, die checken dann so, ja, okay, das ist dann irgend so ein YouTuber oder so, die kennen den nicht, aber dann machen die dann trotzdem so mit dem Foto, ne? Und dann kam so ein Typ wirklich so ganz komisch, der kam so NPC-mäßig von der Seite, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, stell dir vor, ihr seid jetzt dieses Mädel, ich bin jetzt ich, wir machen jetzt so ein Foto und auf einmal kam er so von hier. Wer ist das? So full-ass random. Und dann, meinte sie so, das ist Papa Platte. Und man hat so gemerkt, okay, er hat keine Ahnung, wer ich bin, so, ne? Hat dann aber so 10 Sekunden später danach aufgefallen, ob er Pick machen kann. Alles gut, ich hab damit auch kein Problem, haben wir gemacht und so. Dann kam noch so ein anderer, der meinte so, ich liebe deine Songs. Da dachte ich so, Bro, what the fuck? Und dann kam die Krönung. Dann habe ich mit einem Pick gemacht und das hatte ich noch nie. Digga, er hat mich gefragt, ob ich der bin vom WhatsApp-Kanal. Bro, das hat den Vogel abgeschossen. Bruder, ich bin, Digga, bist du der vom WhatsApp-Kanal? Ist verrückt. Wirklich. Also das ist krass. Digga, ich bin jetzt der vom WhatsApp-Kanal, Bro. Ich bin WhatsApp-Famous, Chat. Checkt ihr das? Holy shit. Ich liebe deine Songs und lese immer alle Nachrichten von deinem WhatsApp-Kanal. Ganz liebe Grüße. Ey, Pasilo, Bro, übelst geil. Danke, Mann. Beste Mann. Digga, wirklich, bist du nicht der vom WhatsApp-Kanal? Fand ich so tot, ey. Alter. Bist du nicht der vom WhatsApp-Kanal? Aber ja, wahrscheinlich, also vielleicht ist der da so durchgegangen, wollte gerade irgendwie in den Monte-Kanal reinjoinen oder so und hat dann meinen Kanal gesehen oder so. Ich weiß nicht, ob der da so crazy vorgeschlagen wird. Ich habe da halt 400.000 Follower, der ist schon ganz oben irgendwo. I don't know. Oben geht, das bist du? Bro. Shut the fuck up. Okay, sorry, 300k. Oh mein Gott, wie peinlich. Oh mein Gott, sorry, soll ich wieder offline gehen? Junge, diese scheiß Cap wieder. Ja, Bro, soll ich mit den Haaren hier rumlaufen, Bruder?
Bro, ich war 5 Wochen nicht beim Friseur. Digga, check dir, ich bin so ein Hurensohn, ne? Check dir, was mir passiert ist. Wir sind am Montag losgeflogen, LA-Zeit. Und ja, immer dieselbe. Ja, Bro, ich hab halt nur die und die andere. Die und die grüne habe ich. Wir sind am Montag losgeflogen in LA. Und dann dachte ich halt so, ja gut, wir fliegen ja am Montag. Da kann ich ja easy den Friseurtermin für Dienstag machen dann. Rate mal, wer gerade gelandet ist in Deutschland und dann gesehen hat, vor einer halben Stunde hat der Friseur geschrieben, yo Kevin, weißt du noch, dass dein Termin gerade ist? Schere, ich hab vergessen, Zeitverschiebung und shit, you know, tot. Und dann, ja, und dann, das Ding ist, mein Play war halt, 4 Wochen in L.A. nicht zu gehen, da dann die letzten 2-3 Wochen scheiß aus, also, beziehungsweise, ich war ja vorher auch 2 Wochen in Japan, lol, ha, oh mein Gott, was, wo warst du? Und dann, mein Plan war dann in Mexiko und L.A. einfach scheiß auszusehen, weil juckt, ist eh für Stream, dann donaten irgendwelche Leute, hey Kevin, du siehst heute wieder scheiß aus, boom, easy 3 Euro, you know? Und dann, wenn ich nach Hause komme, also nach Deutschland, dann straight up zum Friseur zu gehen, um wieder auszusehen wie ein normaler Mensch, Haare färben zu lassen, bla 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 bla. Und jetzt habe ich das verballert und der Friseur ist jetzt ausgebucht für 2 Wochen oder so. Das heißt, ich werde jetzt für die nächsten 2 Wochen aussehen wie ein Hampelmann. Aber naja, machst du nix. Und dann, ja, und dann, das Ding ist, mein Play war halt, machen wir so einfach einen Clip gemacht. Ey, nicht zu gehen. Bruder, wir haben alle gehört, was ich gesagt habe gerade. What the fuck, was ist das für ein Scheiß-Clip? What the fuck?